Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Aber bevor es losgeht, kennt ihr schon unseren Führerschein-Guru? Er begleitet dich bei der Führerscheinausbildung, gibt dir praktische Tipps und echte Handlungsempfehlungen, wie du deine Fahrschule ganz easy meisterst. Sei nie wieder unvorbereitet für deine Fahrstunden und hol dir jetzt deinen Zugang. Erster Link in der Videobeschreibung. Mit dem Führerschein-Guru bestehst du zu 100% deine Prüfung. Und jetzt würde ich sagen, los geht's! Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal der Fisch Academy. Ich bin Marco. Heute geht es um viele schwierige Verkehrssituationen. Ich wünsche euch mit dem Video viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. So, wir kommen zum nächsten Schwerpunkt Innenstadt. Erstmal geht es hier geradeaus. Dann haben wir vor uns einen Bus, der da anhält und eine Ampel. Nun wäre es die Möglichkeit, ich fahre noch dahinter, das passt. Man könnte auch überholen, aber das ist nicht unbedingt immer das Klügste. Stellt euch vor, ich überhole und vor dem Bus macht ein Fahrgast über die Fahrbahn. Also manchmal ist es klüger, lieber einen Gang zurückschalten, etwas langsamer machen und das Ganze abzuwarten. Jetzt bekomme ich die Anweisung, einen Fahrstreifenwechsel nach links. Das machen wir mal. Fahrbahnmarkierung sieht man jetzt hier nicht mehr ganz so gut. Also Spiegel, Spiegel, Blinker links, Schulterblick links. Der Bus hält wieder an der Haltestelle. Solange er kein Warnblinklicht anhat, circa 30. Denkt dran, es könnte ein Fußgänger rüber. Als nächstes kommt eine Ampel und ich bin in einem Fahrstreifen, der mich nach links zwingt. Also biegen wir hier links ab. Achte auf den Gegenverkehr, Fußgänger, Schulterblick, Fahrbahnmarkierung und gleich wieder neue Straße, neues Glück nach Verkehrszeichen suchen. Bisher sind noch keine da, das heißt für mich die Regel rechts vor links. Aber hier im Moment alles noch abgesenkter Bordstein. Rechts und links sind parkende Fahrzeuge, das macht auch die Fahrbahn etwas schmaler. Es geht darum wegen Gegenverkehr. Und dann sehen wir von der Vorfahrt her die Vorfahrtsstraße. Ne? Das sehen wir hier. Die Straße ist relativ uneben. Rechts, links sind parkende Fahrzeuge. Also das zwingt mich auch dazu, etwas langsamer zu fahren. Denkt hier an den Seitenabstand. Wenn ihr mal schaut, die Fahrzeuge parken hier unterschiedlich. Wie meine ich das? Manche stehen weit rechts und manche stehen etwas weiter draußen. Und wenn ihr einfach so die Spur beibehaltet, kann es sein, dass ihr mal an einem Fahrzeug zu nah seid. Also ihr müsst immer wieder kontrollieren und ausbessern, habe ich noch ausreichend Abstand. Dann kommt als nächstes der Fußgängerüberweg. Rechts, links schauen. Wir haben die parkenden Fahrzeuge. Würde jetzt Gegenverkehr kommen, sind wir verpflichtet zu warten. Wenn jetzt hier Gegenverkehr kommen würde, müsste er auf dem Fußweg ausweichen. Ich meine, wenn er jetzt kommt, ist einmal in der Engstelle drin, dann kann man es nicht ändern. Vorfahrtsstraße und als nächstes Vorfahrt gewähren. Da biegen wir nach rechts ab, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Und dann sehen wir hier ein Baufahrzeug. Ach, da sitzt einer drauf. Also das sieht nicht aus, als wenn der sofort weiterfährt. Der hat ja auch Warnblinklicht an. Also gehe ich im ersten Gang, schaue erstmal, dass frei ist. Jetzt ist frei, nehme ausreichend Abstand zu dem Fahrzeug, was hier parkt und fahren als nächstes geradeaus. Das sehen wir anhand vom Schild. Wir müssen rechts beachten. Ich gehe noch etwas rüber, nutze hier diese Leitlinie. Das heißt, bis hierhin kann ich vorfahren. Mein Blick ist hier eigentlich recht gut. Mach über die Kreuzung drüber, schaue sofort wieder nach Verkehrszeichen, keine da, rechts vor links. Jetzt könnte man dazu verleitet werden, ich suche jetzt meine rechts vor links. Nach dem schwarzen Fahrzeug beispielsweise, wie ihr seht, und übersehe vielleicht die beiden roten. Das bedeutet Verbot der Einfahrt. Also auch hier selbstständig Spiegel, Spiegel, Blinker rechts, Schulterblick rechts, Fußgänger beachten, hier abbiegen. Ja, nicht geradeaus.
schalte wieder hoch im zweiten Gang, Kupplung langsam. Am Ende der Straße fahren wir dann nach rechts weiter. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Sicht ist nicht so gut, deshalb Kupplung erster Gang. Wir brauchen hier die Tastgeschwindigkeit. Langsam vortasten und die nächste dann gleich wieder nach links abbiegen. Also ich krabbel hier ganz langsam vor, schaue immer rechts, links und gehe dann direkt in die Linksabbiegespur. Setz den Blinker nach links um, vorher natürlich einen Spiegel schauen. Zweiter Gang, Vorsicht mit der Ampel und drüber. Gas wieder etwas zurück, Spiegel, Schulterblick links, Fahrbahnmarkierung achten, Fahrstreifenbegrenzung nicht in das Geländer rein und nach Verkehrszeichen suchen. Beschleunigen bis 40, dritter Gang. Klack, klack. Wir fahren vor zur nächsten Ampelkreuzung. Und an dieser dann nach rechts abbiegen. Gas weg. Bremse, Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Wir brauchen noch den zweiten Gang und ca. 20 km/h. Das tun wir jetzt. Letzter Blick gehörte Ampel. Spiegel, Schulterblick, Fußgänger, Radfahrer nochmal beachten. Sofort wieder nach Schildern suchen. Vorfahrtsstraße, bergauf beschleunigen. Gas weg, Kupplung, dritter Gang. Kupplung langsam. Nächste biegen wir nach links ab. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Ordnen uns so weit wie möglich links ein. Das ist in dem Fall diese Leitlinie. Geh zurück in den zweiten Gang. Kupplung langsam raus und drehte die Kupplung wieder, halte an, weil Gegenverkehr müssen wir beachten. Erster Gang. Auf der linken Seite wieder Fuß- und Radweg. Wir stehen leicht bergauf, also Bremse lösen, Schleifpunkt, an den Schleifpunkt etwas Gas, Schulterblick. Und Kupplung jetzt erst raus. Hier wieder etwas eine engere Straße. Gas, Wegkupplung, zweiter Gang. Keine Verkehrszeichen da. Regel rechts vor links. Die nächste biegen wir nach rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Links ist fast egal. Kurzer Kontrollblick ist in Ordnung. Aber ansonsten Spiegel, Schulterblick, Verkehrszeichen, Sackgasse. Was wird wohl jetzt in einer Sackgasse passieren? Grundfahraufgabe umkehren. In einer Sackgasse ist das mit den Umkehren recht einfach. Sackgasse ist ein Ende, es gibt einen Wendehammer. Das heißt, das Einfachste wäre, ich fahre bis ans Ende und mache dann Wenden in drei Zügen. Das sieht wie folgt aus. Da, wo der Fußgänger herkommt, Spiegel, Spiegel, Blinker links. Erster Gang. Wichtig ist, Spiegel, Schulterblick links. Es kann ja immer noch jemand von hinten kommen. Fahre jetzt hier vorne hin, halte hier an. Habe den ersten Gang links gelenkt, Gangwechsel, Lenkrichtungswechsel, Blinkerwechsel, schauen ob frei ist, nach hinten, Außenspiegel, Innenspiegel direkt nach hinten schauen, Außenspiegel, Innenspiegel direkt nach hinten schauen. Das müsste reichen. Auch hier wieder Gangwechsel, Lenkrichtungswechsel. Blinkerwechsel. Und jetzt nicht einfach losfahren, sondern immer noch mal den Bereich um unser Fahrzeug noch mal kontrollieren. Das heißt, es kann immer ein Fußgänger, Radfahrer irgendwo herkommen. Würdet ihr jetzt einfach losfahren, ohne zu gucken, das wäre ganz schlecht. Also, tun wir das. Spiegel schauen, Innenspiegel, Schulterblick, meine Spur suchen. Damit hätten wir das Umkehren erfüllt. Also es ist halt auch die Möglichkeit, Wenden in drei Zügen macht sich sehr gut in Sackgassen. Nächste Straße biegen wir dann nach links ab. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Vorfahrt abchecken, das heißt keine Verkehrszeichen da rechts vor links. Ich gehe in den ersten Gang. Als Linksabbieger den von rechts beachten plus Gegenverkehr und Fußgänger, Radfahrer. Spiegel, Schulterblick rum. Gleich wieder nach Verkehrszeichen suchen,
zweiter Gang. Und dann sehen wir wieder vorne an der Kreuzung Halt, Vorfahrt gewähren. Da biegen wir nach links ab. Links, Halt, Vorfahrt gewähren. Wir sind die Letzten, die fahren. Querverkehr beachten, Gegenverkehr plus Fußgänger. Spiegel, Spiegel, Blinker links. Und hier haben wir keine Haltelinie. Also fahren wir vor zur Sichtlinie und versucht nicht vor dem Anhalten schon rechts, links zu schauen. Warum? Sollte frei sein, neigt man dazu, wenn frei ist, gleich weiterzufahren. Aber ich habe ja halt Vorfahrt gewähren. Und wir müssen anhalten. 3 Sekunden. 21, 22, 23. Wenn ich das gemacht habe, nochmal den Gang kontrollieren, dass wir den ersten haben. Und jetzt beim Raustasten, ihr seht wieder, die Sicht nach rechts ist äußerst schlecht. Links geradeaus sehen wir gut. Also ich taste mich ganz langsam vor. Rechter Fuß ist schon etwas am Gas. Immer wieder kontrollieren, Fußgänger nochmal und jetzt das Gas anstellen. Und jetzt erst Kupplung raus. Und da kommen wir auch zügig weg. Auf dem Berg ruhig ein bisschen die Gänge weiter ausfahren. Aber passt auf, dass er nicht über die zugelässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h kommt. Dann biegen wir nach rechts ab. Spiegel, Spiegel, Blinker rechts. Und hier seht ihr, wir müssen vor der Ampel nach rechts. Das Rot gilt auch nicht für uns. Wir kreuzen aber einen Radweg. Spiegel, Schulterblick rechts und Fußgänger beachten. Das heißt, ihr seid verpflichtet, hier anzuhalten. Wenn sie nicht läuft, kann man drüber winken. Nochmal kontrollieren. Bekommen Vorfahrt gewähren, also links beachten. Ruhig lieber 2-3 Mal schauen, Schulterblick und weiter. Wichtig ist, wenn wir Vorfahrt gewähren haben oder wenn wir uns eine Kreuzung reintasten, dass ihr öfters rechts, links schaut. Immer zügiges Gucken, wie so ein Scheibenwischer-Effekt. Viele kurze Blicke sind immer besser als wenige und lange. Unbedingt merken, das als Tipp. Vorfahrtsstraße, eine Kurve, Ampel. Letzter Blick gehört der Ampel. Gefahr liegt immer bei der Ampel, wenn die Ampel gelb wird, heißt es eigentlich Halt, auf das nächste Zeichen warten. Jetzt kommt es darauf an, wie nah sind wir dran, ob wir noch fahren können oder nicht. Ich erkläre euch das nochmal, an der nächsten Kreuzung wird sie jetzt gelb, noch müssten wir anhalten. Wir müssten noch anhalten, jetzt drüber. Also wo ich gesagt habe, jetzt drüber, wird sie da gelb, dann nicht mehr anhalten. Da würdet ihr nur eine Gefahrbremsung hinlegen und dann tun wir nur einen Auffahrunfall heraufbeschwören. Spur kontrollieren, immer wieder in die Spiegel schauen, ruhig alle drei benutzen, Lenkradhaltung, Geschwindigkeit kontrollieren. Die nächste Ampel ist rot, also kann ich vom Gas gehen. Vorausschauende Fahrweise. Nicht sofort die Kupplung benutzen, ich gehe erstmal so an die Bremse. Wir können den dritten Gang bis ca. 20-30 zurückbremsen. Jetzt habe ich 30, jetzt habe ich 25 und jetzt drehe ich die Kupplung rein. Nehme in Ruhe den zweiten Gang. Kupplung in Ruhe wieder raus. Also wichtig ist, nicht hektisch zurückschalten. Es bringt alles nichts. Ihr merkt, ihr seht, dass ich alles ganz langsam mache und das Auto läuft wie ein Uhrwerk. Ich gehe wieder vom Gas. Ampel ist zwar grün, aber die vor mir stehen noch. Jetzt fahren sie gerade los. Wenn die Ampel jetzt gelb wird, halten wir an. Wir halten immer noch an. Letzter Pfeil drüber. Letzter Pfeil, Richtungspfeil auf der Fahrbahn hat man sehr oft bei Ampeln. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.